Hallo in die Runde. Heute möchte ich Ihnen berichten, was das Unity-Verständnis über Change Management ist. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, anhand dessen ich gerne erklären möchte, wie jeder Einzelne den Veränderungsprozess durchläuft. Und dieses Bild, das ist bei uns die Grundlage für das Arbeiten in Veränderungsprojekten. Wir kommen in der Regel von einem Punkt, wo die Mitarbeiter eine gewisse solide Arbeitsweise haben, wo sie sagen, ich habe ausreichend Kompetenz, ich weiß, was ich für meinen Arbeitsbereich brauche und weiß, was ich zu tun habe. Wenn wir jetzt ein neues Projekt einsteuern, dann passiert es natürlich immer wieder, dass diese Kompetenz in Frage gestellt wird. Der Mitarbeiter verfällt in einen ersten Schock. Sie wissen einfach nicht, was bedeutet das für mich? Wie wird sich meine Arbeit in Zukunft verändern? Es sind ganz viele Themen, die nicht klar sind, und deswegen gilt es hier genau hinzuschauen, was macht die Ankündigung eines Projektes mit dem Mitarbeiter. Nach der Schockphase kommt erstmal die Verneinungsphase. Das bedeutet, hier gehen die Mitarbeiter die Extrameile, suchen nach neuen Konzepten, versuchen die Dinge in die Hand zu nehmen und selber zu steuern, bloß aber nicht am Projekt mitzuarbeiten. Hier ist die wahrgenommene Kompetenz natürlich nochmal etwas höher, denn die Mitarbeitenden glauben, sie hätten ein besseres Konzept als das eigentliche Projektthema. Und danach gilt es dann zu schauen, wie können wir die Menschen begleiten, dass sie diese Position verlassen und in den Bereich der rationalen Akzeptanz kommen. Das heißt, die Veränderung muss im Kopf ankommen. Das reicht aber nicht, denn wir müssen die Mitarbeiter dazu bringen, dass die ganze Akzeptanz auch im Bauch ankommt. Das heißt, das Herz muss dabei sein, es muss verstanden werden, warum gibt es dieses Projekt. Wir nennen diese Phase das Tal der Tränen. Dieses Tal der Tränen müssen wir durchlaufen. Und das können wir mit geeigneten Change-Maßnahmen begleiten, sodass wir dann die Mitarbeitenden dabei begleiten, ins Auszuprobieren zu kommen, die neuen Dinge anzunehmen, zu versuchen, was das bedeutet. Das ist natürlich auch zwischendurch mit Rückschritten verbunden. Ich probiere was aus, ich stelle fest, es funktioniert nicht. Aber da jeden Einzelnen zu begleiten und zu schauen, wie können neue Erkenntnisse gewonnen werden, sodass wir dann über die Erkenntnisse hinaus in die Integration kommen. In der Integration geht es natürlich dann wieder darum, die Ergebnisse zu festigen und zu stabilisieren und nicht das Unternehmen direkt mit neuen Projekten zu überfordern. Change Management unterstützt in jeder einzelnen Phase, in dem es genau hinguckt, wo steht jeder Mitarbeiter. Es geht nicht darum, die Organisation insgesamt zu betrachten, sondern jeden Einzelnen und jeden Einzelnen individuell zu begleiten und dabei zu unterstützen, den vollen Erfolg des Projektes auch für sich nutzen zu können.